Der Schlaganfall, den wir medizinisch ischämischen Infarkt nennen, ist eine Minderdurchblutung der Gehirn durch die Verstopfung einer Gehirnader, die plötzlich einsetzt. Die Behandlung des Schlaganfalls ist darauf ausgerichtet, das Gerinde zu beseitigen, was die Ader verstopft. Bei kleinen, auch größeren Verstopfungen versucht man zunächst die IV-Thrombolyse. Man verabreicht ein Medikament in die Vene in der Hoffnung, dass sich das Gerinde auflöst. Wenn größere Adern verstopft sind, dann benimmt man die Thrombektomie. Das heißt, wir Neurologen entfernen das Gerinde über einen Katheter aus der Leiste heraus. Die Beeinträchtigung durch den Schlaganfall ist entscheidend davon abhängig, ob wir das Gefäß rechtzeitig wiedereröffnet haben. Wenn das gelingt, dann sind die Folgen für den Patienten sehr gering. Wenn es nur mäßig gelingt, dann wird es zu einem Schlaganfall kommen. Aber dann hat man die Möglichkeit, durch eine Rehabilitationsbehandlung die Beeinträchtigung in den folgenden Monaten noch deutlich zu verbessern.